Hallo und Weidmanns Heil zu einer neuen Folge Hunt, Cook and Grill. Was machen wir heute? Heute gibt es gebratene Rehleber und Nieren mit gerösteten Zwiebeln und Äpfeln, Rosmarinäpfeln. Und das sind schon fast alle Zutaten, die wir dafür brauchen. Wir haben einmal die Nieren, wir haben die Leber, die ist jetzt noch ein bisschen angefroren, das ist aber gar nicht schlimm. Dann haben wir ein bisschen Mehl, Butter, Zwiebeln, einen Apfel, hier versteckt sich so ein bisschen Rosmarin. Und das ist eigentlich schon alles, was wir brauchen. Jetzt müssen wir ein bisschen schnibbeln. Die Leber wird jetzt in Scheiben geschnitten und die Zwiebeln in Ringe, die Äpfel in feine Würfel. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt geht's auch schon weiter. Ich habe jetzt die Schnibbelarbeiten erledigt, die Zwiebeln, wie gesagt, halbiert und in feine Scheiben geschnitten, den Apfel gewürfelt, den Rosmarin geschnitten und die Leber in feine Scheiben geschnitten. Wie gesagt, sie ist noch ein bisschen gefroren, das ist überhaupt nicht schlimm. Und jetzt muss ich die Leber fürs Braten vorbereiten. Und jetzt gibt es viele verschiedene Varianten, einige essen, braten sie ganz. Ich mache das ganz einfach. Ich nehme mir einfach hier so eine Schüssel, so einen Edelstahleinsatz. Da packe ich die Leber rein und jetzt wird sie einfach ganz schlicht mit ein bisschen frischem Pfeffer gewürzt und ein bisschen Salz. So, das Ganze einfach vermengen, dass sich Salz und Pfeffer gut verteilen. Die Leber bringt genug Feuchtigkeit mit sich. Dann noch ein bisschen nachsalzen. Man braucht jetzt irgendwie gar kein Öl oder sonst irgendwas. Jetzt nehme ich einfach mein Mehl und bestäube meine Leber- und Nierenstücke mit dem Mehl. Auch das mische ich einmal gut durch. Das Schöne bei diesem Gericht ist, es ist wirklich super schnell vorbereitet oder beziehungsweise super schnell zubereitet. Vorbereiten braucht man dafür gar nicht so viel. Die Leber höchstens früh genug aus dem Froster rausnehmen. So, weiter geht's an der Pfanne. Also die Pfanne ein bisschen vorheizen. Jetzt kommt da ein guter Schuss Olivenöl rein. Okay, ein bisschen die Hitze runternehmen. Und jetzt kann ich meine Leberstücken ganz einfach in meine Pfanne schmeißen. Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Offensichtlich scheint die Leber an einigen Stellen immer ein bisschen Wasser zu enthalten. Und da kann es dann ganz gerne schon mal zur Explosion kommen. Das spritzt dann ziemlich ordentlich. So, hier sind meine Nierenstücken, die halbierten, die kommen auch mit da rein. Ja, jetzt muss ich nichts weiter tun, als die Leber zunächst einmal schön goldbraun anbraten und dann nehme ich sie raus, wenn sie fertig ist und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Die Leber ist jetzt schön goldbraun angebraten. Ihr solltet sie auf jeden Fall durchgaren. Das hat einfach was damit zu tun, dass doch auch mal möglicherweise auch Parasiten in der Leber befinden können und damit man da auf Nummer sicher geht, ist Leber, Rehleber, ist auf jeden Fall wichtig, diese Leber durchzugaren. Jetzt habe ich die schön knusprig gebraten, jetzt lege ich sie zum Abtropfen auf ein Küchenkrepp. Wenn die jetzt im Inneren noch nicht hundertprozentig gar ist, ist das gar nicht schlimm, die zieht jetzt ein bisschen nach und kommt gleich auch nochmal in die Pfanne zurück. Ich mache die Pfanne jetzt erstmal sauber. Ihr seht schon, daneben zieht das Kartoffelpüree vor sich hin und dann sehen wir uns gleich wieder und ich zeige euch, wie es weitergeht. So, die Pfanne ist gesäubert, ist wieder auf dem Herd. Jetzt gebe ich ein schönes Stückchen Butter dazu, lasse das in der Pfanne schmelzen. Und ja, was ist jetzt wichtig? Jetzt möchte ich schöne knusprige Zwiebeln dazu haben und gebratene Äpfel. Dazu nehme ich halt meine Zwiebel. Scheibchen in die Pfanne rein. Die Äpfel gebe ich noch nicht sofort mit dazu,
weil sie soll noch ein bisschen Biss haben und ein bisschen, ja, ein bisschen die Süße abgeben gleich in das Essen. Und wenn ich die jetzt schon mit dazu gebe, dann sind die einfach nicht mehr knackig, dann habe ich Apfelmus. Jetzt ist es halt wichtig, dass die Zwiebeln schön anschwitzen. Die sollen in ruhig Farbe nehmen, also braun werden. Das ist super für den Geschmack. Aber auch hier kann man das so machen, wie man das gerne möchte. Man kann die auch einfach nur ein bisschen glasig dünsten. Das ist einfach, wie gesagt, Geschmackssache. Okay, weiter geht's. Die Zwiebeln sind jetzt dabei, schön Farbe zu nehmen. Jetzt reduziere ich die Hitze ein wenig, weil sonst verbrennen sie, dann wird die Zwiebel bitter, das schmeckt dann nicht mehr. Okay, also die Zwiebeln nehmen leicht Farbe. Und jetzt kann ich die Zwiebeln noch ein bisschen salzen und ein bisschen pfeffern. Und jetzt packe ich meine Äpfel mit dazu. Lass die so ein bisschen dort mit garen. Die sollen hinterher noch Biss haben. Die sollen sich nur ein bisschen aufwärmen, dass sie also das Aroma annehmen von den Zwiebeln, dass sie auch schön warm werden. Und wenn sie so leicht anfangen, weich zu werden, dann haben sie, wie gesagt, die perfekte Konsistenz. Nicht zu weich. Einfach noch mal ein bisschen auseinanderziehen. Kurz mitbraten. So, jetzt gebe ich meine Leber noch mal mit dazu. Dazu mache ich mir so ein bisschen Platz. So, die Leber geht noch mal mit dazu für 2 Minuten, damit sie noch mal schön erwärmt wird. Auch die Nierenstückchen. Jetzt kommt zum Schluss mein Thymian mit dazu. Den kann ich auch über die Leber überstreuen. Ja. Und dann sehen wir uns gleich schon zum Anrichten wieder. So, alles ist fertig. Jetzt geht's weiter mit Anrichten. Also, ich habe hier mein Kartoffelpüree. Man kann das gut in einen tiefen Teller anrichten. Kartoffelpüree oder Kartoffelstampf, wie man es nochmal sagen will. Jetzt gebe ich 2 Stücke von der Leber hier rein. So, die beiden Nieren. Die kommen rechts und links daneben. Okay, dann habe ich jetzt hier meine Zwiebel-Apfelmischung. Einmal noch gut durchrühren und die kommt dann einfach oben drüber. Das ist immer eine sehr leckere Sache, die schöne Süße von den Zwiebeln und den Äpfeln mit dem Rosmarin. Einfach ein tolles Gericht und einfach mal nachmachen. Nicht immer nur Filet und Keule vom Reh. Leber ist was Tolles, auch die Nieren. Das muss man mögen, das ist nicht jedermanns Sache. Aber ich finde, einfach total schnell zubereitet, ganz einfach mit ganz wenigen Zutaten und es schmeckt wirklich hervorragend. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und hoffentlich kommt bald auch mal irgendwie ein Jagdvideo. Bis denn, Weidmannsheil!